Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und ich muss mich gleich am Anfang bedanken, ja, dass du trotz dieses Anzeigebildes draufgeklickt hast auf das Video. Denn ich kann mir vorstellen, viele haben erstmal die Nase gestrichen voll von Matthias. Und Dankeschön, dass du trotzdem gesagt hast, na, du klickst mal drauf und guckst mal, was das große, was die großen News sind. Und die werdet ihr heute bei mir erfahren, denn ab morgen auf Join. Und die meisten von euch haben ja vermutlich noch ein Join-Abo wegen dem Big Brother 24-Stunden-Stream. Ab morgen auf Join gibt es ein neues Trash-Format, nämlich Forsthaus Rampensau. Und dort werden unter anderem auch Matthias und Dylan, also Sam Dylan, mitmachen. Und da sehen wir jetzt schon in der Vorschau, da ist Streit vorprogrammiert. Meine große Frage an euch, interessiert euch das Trash-TV-Format oder sagt ihr eher nicht so? Ich muss ehrlich sagen, ich finde es gar nicht mal so schlecht. Es ist natürlich ein neues Reality-TV-Format und ich habe hier für euch mal einen Artikel rausgesucht, womit ihr so ein bisschen mehr erfahren werdet, meine Lieben. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Danny, vielen herzlichen Dank für deine trashige News, dann würde ich herzlich eingeladen, diesen kleinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Wir sind eine mittelgroße Trash-Familie und gehen hier stetig nach vorne. Das finde ich richtig super, denn wir sind nicht im Kreisverkehr der Emotionen gefangen, meine Lieben. Schaut mal hier, das ist der besagte Artikel von Join Forsthaus Rampensau Germany. Matthias vs. Sam, ist Platz genug für zwei Diven? Ein Artikel, der ist jetzt erst gestern erschienen und natürlich auch das nächste Reality-TV-Format, was uns erreichen wird. Es ist wie gesagt ein Join-Plus-Format und viele werden genau deshalb das nicht gucken können. Aber das heißt ja nicht, dass es euch nicht interessiert, sondern einige wollen halt einfach kein Geld dafür bezahlen. Nun gut, wir gehen mal rein. Staffel 1 beginnt mit einem Knall, als Matthias und Sam in der ersten Folge von Forsthaus Rampensau Germany aufeinandertreffen, fliegen gleich die Fetzen. Ist im Haus genug Platz für zwei Reality-Diven? Und hier sehen wir, das ist das Forsthaus, schöne idyllische Atmosphäre, ja, hier fühlt sich auf jeden Fall kein Nachbar gestört, wenn es hier ordentlich knallt. Als ich ihn gesehen habe, wurde mir kurz ein bisschen schlecht. Sie beherrschen das Reality-Game durch und durch. Matthias und Sam waren bereits in zahllosen Formaten zu sehen und sind im gleichen Maße für ihre spitzen Zunge bekannt. Doch die TV-Diven haben auch eins seither immer klar gemacht, sie stehen gerne alleine im Rampenlicht. Doch bei Forsthaus Rampensau Germany müssen sich Matthias und Sam nicht nur einen begrenzten Wohnraum teilen, sondern auch die Sendezeit. Ein Umstand, der die Reality-Sternchen umgehend aus der Haut fahren lässt. Schon bei der Begrüßung wird es bissig. Zitat Sam. Das kann ja was werden. Mal schauen, wer es am Ende überlebt. Rufen die beiden Lester-Schwestern etwa schon ihre eigenen Reality-Spiele aus? Gönnen tun sie sich jedenfalls nichts. Weder Matthias noch Sam halten ihre Meinung und Gedanken hinterm Berg. Ja, erstmal eine kurze Einschätzung. Also natürlich, Matthias und Sam sind vom Trash-Niveau, denke ich mal, beide auf dem gleichen Level. Beide sind da sehr spitzzüngig, das sehe ich ganz genauso. Und wenn die beiden aufeinander treffen, dann scheint das wirklich, eine heftige Situation zu sein. Matthias holt gegen Sam aus. Ein Spruch folgt dem nächsten, doch keine der Reality Queens lässt sich einschüchtern. Ich muss ganz klar gestehen, eigentlich passt dieses Format sehr gut zu dir. Die Einrichtung ist genauso billig wie du, setzt Matthias gegen Sam an. Der kann sogleich kontern und nennt den gestandenen Reality-Star eine Diva aus den 80er Jahren. Er selbst ist hingegen ganz klar eine Neuzeit-Diva. Es ist zu entscheiden zwischen Cobra und Klapperschlange. Hass, Liebe oder Divendrame finden die beiden Reality-Stars im neuen Join-Hit Forsthaus Rampensau Germany ab dem 8. Dezember zueinander oder bringen sie die Berge Kärtens ins Wanken? Rampensau-Mitbewohnerin Jasmin Herren zeigt sich für die Fälle gewappnet. Ich habe mir die Tüte Chips schon hingelegt. Ich hoffe, alle anderen da draußen auch. Und so, und dann dachte ich mir, dann gucken wir doch mal rein, nachdem wir ja schon eine gute Vorgeschichte haben, wer sind die Teams? Wir haben hier Gina, Lisa und Elsa, die gehen als Team rein. Dann John und Florian gehen als Team rein. Beverly, Natascha, Matthias und Dagmar, also die Mutti. Dann haben wir hier Jelena und Jada.
Flocke und Diogo. Diogo kennen wir natürlich schon vom Fame Fighting. Sam und Nadine sowie Cedric und Hannah, Jasmin und Philipp, das sind die Kandidaten, die quasi im Team antreten. Und jetzt natürlich die Frage von euch: Worum geht es bei Forsthaus Rampensau? 9 Promis wohnen im Forsthaus Rampensau Germany mit ihren ebenfalls prominenten Lebenspartner, PartnerInnen, Freund, Freundinnen oder Familienmitgliedern unter permanenter Kamerabeobachtung in einem Selbstversorger-Forsthaus. Neben den täglichen Herausforderungen und dem Zusammenleben auf engstem Raum müssen die Kandidaten Spiele rund um Wissen und Geschicklichkeit meistern. Das Siegespaar gewinnt 25.000 Euro. Wann läuft Forsthaus Rampensau? Der genaue Starttermin der deutschen Version von Forsthaus Rampensau ist der 8. Dezember bei Join. Bis dahin findest du die erste Staffel der österreichischen Version ebenfalls auf Join. Und wo kann man Forsthaus Rampensau sehen? Ab dem 8. Dezember ist Forsthaus Rampensau als Join-Eigenproduktion exklusiv bei Join zu sehen. Zitat Ende. Also wir sehen hier schon eine große Besetzung, schon sehr, sehr interessant, aber, und das wird für viele natürlich jetzt ein negativer Punkt sein, leider, leider ausschließlich nur für Join. Das heißt, entweder man holt sich das Abo oder man hofft, dass es irgendwo zusammengefasst wird, meine Lieben. Deswegen meine Frage, die ich am Anfang schon gestellt habe, ist das jetzt ein TV-Format, wo ihr sagt, oh, das ist richtig interessant, das gefällt mir, oder sagt ihr, nee, nicht so wirklich. Was ich hier schon mal ganz dynamisch finde, ist, dass hier nicht immer jeder ein Einzelkämpfer ist, sondern dass wir ein paar Teams haben. Teams sind immer super und wir haben natürlich jetzt schon zu Beginn des Videos erfahren, es gibt einen heftigen Streit. Natürlich, das ist so dieser Quotenaufhängerstreit, um viele, um das einfach sehen zu wollen. Ich selber habe natürlich die Folge auch noch nicht gesehen, aber kann mir sehr gut vorstellen, das wird hier ein bisschen alles hochgekocht, aber unterm Strich ist es dann alles gar nicht so schlimm. Man hat dann quasi dieses Join Plus Abo gecatcht, darum geht es ja. Ne? Das haben wir in den TV-Formaten ja schon oft erlebt, dass man hier so eine Situation künstlich hervorholt. So, meine Lieben, so soll es sein. Ich für meinen Teil kann mir vorstellen, dass ich es probiere, dass ich es mir mal reinziehe. Wir machen 3 Videos am Tag, da kann ein Video davon mal eine Forsthaus-Rampensau-Folge sein. Aber ob das nun wirklich ein Format ist, was uns interessiert oder nicht, das ist meine Frage an euch. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wollt ihr hier Zusammenfassungen haben oder sagt ihr, nein, nein, wir wollen lieber weiter Kinderzimmergeflüster von Maurice hört, keine Ahnung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Danke fürs Einschalten und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Morgen früh um 8 zum ersten Kaffee mit den neuesten Trash News und natürlich auch dem Katzenreporter, meine Lieben. Macht es erstmal gut. Bis dahin, alles mit Liebe. Tschüss. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Nachdem der junge Zauberer Darren Aletier einen Brief von der Zaubereiaufsicht erhielt, veränderte sich sein Leben. Er musste sein Zuhause in der nicht-magischen Gemeinschaft verlassen und übernahm das Kuriositätengeschäft seines verstorbenen Onkels in der Drachengasse. Doch das Erbe schien weitaus gefährlicher. Nicht nur ein düsterer Kult jagte nach den Kuriositäten, sondern auch die Inquisition. Eine Vereinigung nicht-magischer Menschen, deren Ziel es war, alle magischen Wesen auszulöschen. Für Darren beginnt eine düstere Reise voller mystischer Herausforderungen, spannenden Charakteren und einem unglaublichen Geheimnis. Das erste Urban Fantasy Buch aus dem Pelletier Verlag. Tauche ein in über 180 Seiten dieser neuen Welt voller Magie und erlebe die Anfänge der neuen Zauberersaga von Danny Pelletier. Das Buch steckt voller Geheimnisse, Rätsel und einem Dutzend Skizzen von magischen Kreaturen. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt.